am ersten Tag hier. Schlechte Träume. Diese Autos. Ach, was ist los mit dir? Warum kannst du es nicht einfach sein lassen? Die könnten nützlich werden, falls was Schlimmes passieren sollte. Guten Morgen, Stanley. Es ist 7:32 am Dienstag, den 27. März. Ich hoffe, Sie haben einen produktiven Tag. Oh. Gibt's Kaffee in diesem Wrack? Wird überprüft. Ja. 10 Kilogramm Happy Morning Instant Kaffee sind noch übrig. Großartig. Hallo, Benutzer Stanley Moray. Okay, mal sehen, was du so kannst. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ziemlich detailliert. Bereich ist gut. Anscheinend ruft Tim an. Emma würde das total gefallen. Morgen, Tim. Da ist er ja. Wie war die erste Nacht? Es war gut. Wenn das Riesenölkonglomerat-Ding nicht funktioniert, hat Unit Trench eine strahlende Zukunft in Matratzen. Nur das Beste für unsere kleine Elite. Also, bereit für den Tag? Ja, klar. Gut. Schau dir die Aufgabentafel zu deiner Rechten an. Sie zeigt jeden Morgen die täglichen Aufgaben an. So einfach? So einfach. Man sieht sich. Okay. Das hört sich einfach an. Relativ gesehen. Man gewöhnt sich nie an den Fall. Mikro funktioniert wohl. Wieso? Salzwasser ist die schwierigste Testumgebung der Natur. Hier geht alles kaputt. Ist nur eine Frage der Zeit. Immerhin ist die Aussicht gut. Du wolltest doch weg. Weiter weg als hier kannst du nicht. Es ist so. Wunderbar. Pass nur auf und verirre dich nicht.
Ankunft im Garten. Gut. Eine invasive Algenart hat sich eingeschlichen. Du musst sie jäten. Ich wollte schon immer Gärtner sein. Dann beweg mal den grünen Daumen, was? Sie erzeugt riesige Mengen O2. Kann mal nützlich werden. Was ist mit dem Zeug? Ich dachte, es braucht warmes Wasser. Also, ich habe von so etwas wirklich keine Ahnung. Frische Grüne. Nützlich. Oh. Oh, wow. Ada. Lass mich raten. Joe? Ja. Hey. Hey, du. Er ist hier in der Gegend ziemlich berühmt. Hat den Rest seiner Kapsel wohl vor einer Weile verloren, der arme Kerl. Keine Sorge, er weiß nicht. Ach, dieser Job hat definitiv seine Vorteile. Mission erfüllt. Verstanden. Gute Arbeit. Als Urwald. Wirklich gut. Ach, das sollte helfen. Nichts Dramatisches. Kleiner Signalverlust. Verstanden. Es ist kalt da draußen. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber hast du Emma erreicht? Nein. Hab's versucht, aber sie war weg. Bei dir? Sie war nicht froh, dass ich hier runter wollte. Umweltbewusst, wie sie war. Ich verstehe, absolut. Bin nur froh, dass sie noch für dich da ist. Ja, wir werden sehen. Nichts, was ich nicht auch tun würde. Ist das Ding an?
in die wilde, blaue Weite. Legen wir los. Wie findest du es? Ist anders als Tauchen im Hafenbecken. Also, naja, das letzte Mal war nett, aber das fühlt sich wirklich wichtig an. Das stimmt. Geht nichts drüber. Als du angefangen hast, war das wohl anders. Definitiv ein Leck hier, Tim. Da quillt etwas aus einem Rohr. Ja, so ist es. Abfluss aus der Raffinerie. Widerliches Zeugs. Okay. Keine Sorge. Folge dem Rohr, bis du die Flusssteuerung erreichst. Das sollte es stoppen. Verstanden. Die Firma hat das System zuletzt ziemlich strapaziert. Die Nachfrage war noch nie höher. Moderne Produktion, Kundenbedarf, Kriege, sowas halt. Es kann also mehr Lecks geben. Kleine, die irgendwo auftauchen. Verstehst du? Achte darauf.
Oh ja. Das ist schön. Los geht's. Führt in eine Höhle. Gut, das Ventil sollte drinnen sein. Das ist wie ein Abwasserkanal. Das Wasser ist dreckig.
reicht hoffentlich. Das Leck ist nicht wirklich repariert, aber es leckt nicht mehr. Sehr gut. Die Fischlein vor Ort sind dir sicherlich dankbar. Geh erstmal zurück zum Lebensmodul. Ich will es nicht übertreiben bei deinem... Tim? Tim, bist du... Verbindung weg. Okay. Ich geh besser zurück. Ich glaube, wir sind zurück. Wir sind zurück. Entschuldigung, passiert ab und zu. Thema Werkzeuge. Da ist ein Crafting-Tisch im Lagerraum, der jetzt aktiviert ist. Ja, habe ich schon bemerkt. Nett. Normalerweise wären die Einstiegsbaupläne bereit, aber wir hängen etwas hinterher. Geh und finden Sie bitte, ja? Will Unit Trench das nur ins Meer streuen? Baue schon mal. Was, wenn ich mehr Rohmaterial brauche? Naja, überall muss der Gürtel enger geschnallt werden. Du musst sie selbst suchen. Ich muss mich auf meine Aufgabe konzentrieren. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Ah, Tim wird durchdrehen, wenn ich mich nicht auf die Aufgabe konzentriere. Ich sollte zum Lebensmodul. Zurück an den Tisch. Versuch es. Thank you.
Also gut, mal sehen, was wir sehen. Okay, so einfach. Was sollte ich Tim sagen? Tim, ich bin ein offizieller Meister-Recycler. Gute Art, Müll zu recyceln, kannst du da herausfinden. Jetzt stellen wir mal fest, wo diese Kommunikationsprobleme herkommen. Prüfe die lokalen Signale draußen. Folge den Markierungen. Das kann ich machen. Ist dein Ende. Sehr. Empfange die Berichte. Ja, die Wartung lag genau richtig. Antennenproblem. Stan, überprüfe bitte die Antennen. Claro. Bin auf dem Weg. Alles gut. Oh ja, das ist die richtige. Tim, ich bin bei der Antenne. Da stimmt was definitiv nicht. Okay, ich melde das. Schau dir an, was genau passiert ist. Verstanden. Das letzte Übertragungspaket ging vor einer Stunde durch.
Was auch immer passiert ist, passierte kürzlich. Was? Da unten ist genug Platz. Da sollte nichts kollidieren. Daraus kann ich was bauen. Da bist du. Sieht nicht gut aus. Tim, ich habe eine Drohne gefunden. Ist wohl ins Öl geraten. Ist voll von dem Zeug. Das ist nicht normal. Andererseits passiert das neuerdings öfter. Ich werde es denen oben melden, aber sie sind nicht für schnelle Reaktionen bekannt. Denkst du jemals an deinen Vater? Warum fragst du? Weiß nicht. Das Alter holt mich ein. Letzte Woche auf der Bohrinsel, da waren diese Trawler. Erinnerte mich an meine Zeit mit deinem Dad, wie wir Netze einholten. Das waren Zeiten. Manchmal. Was? Ja, ich denke an ihn.
manchmal. Gut. Nimm den Rest des Tages frei. Oh, und vergiss nicht, das Logbuch auszufüllen. Ist wohl wichtig. Dann bis morgen. Alle so lang sein. Was, Mark? Stimmt's? Gut. Behalte deine Geheimnisse für dich. Ist das Süßwasser oder benutzen sie das Zeug von draußen? Schon wieder. Nein. Ich kenne das hier nicht. Qualm. Geräusch. Das gefällt mir nicht. Nein.